So, wir befinden uns jetzt im Streckenabschnitt für die neue S13 im Bereich Troisdorf, Friedrichs-Wilhelms-Hütte. Es ist der 23.02.2021, 5:45 Uhr. Wie man erkennen kann, wird ja alles vorbereitet für das neue Gleis. Beziehungsweise wurden alte Gleise entfernt. Die Brücke wird auch noch zeitnah zum Teil erneuert bzw. verbreitert, damit hier zwei Gleise liegen können. Neue Oberleitungsmasten inklusive der Ausleger sind auch schon errichtet worden. Aber man kann sagen, die Arbeiten schreiten sehr gut voran. Man kann auch schön die hellblauen Isolatoren sehen. Die selbst im Dunkeln sehr gut auffallen. Im hinteren oder besser gesagt vorderen Bereich, je nachdem wie man es sieht, wird gearbeitet. Aber hier ruhen aktuell die Arbeiten. Es ist halt nicht ganz so einfach, aber wir sind ja gut dabei. Hier kann man ein Signal sehen, was noch voll in Betrieb ist, obwohl gar kein Gleis verlegt ist. Ja, es steht quasi, wenn man so will, auf HP2, würde ich mal behaupten. Darunter kann man den Geschwindigkeitsanzeiger sehen. Die dem Triebfahrzeugführer sagt, wie schnell er fahren darf. Ist nichts angezeigt, sind maximal 40 km/h. Zulässig bei HP2. Es sei denn, der Geschwindigkeitsanzeiger gibt eine andere Geschwindigkeit vor, die auch was schneller sein darf. Oder wenn sogar noch langsamer. So, das war's fürs Erste. Ich habe da mal wieder ein paar neue Eindrücke bekommen, wie es hier vorangeht.
Ja, es steht ein, ja, sagen wir mal, Generator, der mit aussehbarem Teleskop die ganze Baustelle ausleuchtet. Naja, heutzutage arbeiten sie alle über LED, weil es sehr sparsam ist. So, liebe Eismann-Freunde, wünsche euch noch einen schönen Dienstag und bis bald mal wieder. Ciao, ciao.